Empfindest du deine Außenwelt als laut und fordernd? Dir fehlt die Ruhe und deine Gedanken kreisen um viele Themen, die noch offen sind. Dann wird es höchste Zeit, dass du den Schalter umlegst und dich in deine inneren Räume begibst, die dir gewisse Antworten geben, um wieder in dein Gleichgewicht zu gelangen. Herzlich willkommen! Es freut mich, dass du mir heute wieder lauschst zu dem Thema Die Wahrheit deiner inneren Stimme. Es gibt manchmal Tage, an denen du verwirrt und überfordert bist. Ein gewisser Zweifel begleitet dich, ob der eingeschlagene oder gewünschte Weg auch der richtige ist. Du suchst nach Halt und Orientierung. Orientierung können dir Freunde und Bekannte deines Vertrauens geben. Aber auch aus deiner inneren Welt stehen dir Rat und Unterstützung zur Verfügung, dass du deine Unsicherheit und Verwirrtheit ablegen kannst und lernst, unbefangen deiner inneren Stimme zuzuhören. Die lärmende Außenwelt und die unnötigen Gedanken gilt es hinter dir zu lassen. Je größer die äußerlichen Herausforderungen sind, desto mehr Raum braucht deine Innenwelt, um die Balance zwischen Körper, Geist und Seele aufrechtzuerhalten. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um nach innen zu schauen, und du schaffst dadurch einen gesunden Ausgleich. Aufenthalte in der Natur, körperliche Anstrengung durch leichten Sport oder eine Meditation sind dienlich, um in die Stille einzutreten. Denn alles Wichtige kommt aus der Stille. Finde dazu deinen individuellen Weg nach innen durch die große Vielfalt an Entspannungsmethoden. Erschaffe dir eine neutrale Beobachtungsposition, die es dir erlaubt, alles aus einer gewissen Entfernung zu betrachten. Nimm dazu auch gerne die Adlerperspektive ein. Somit kannst du unterscheiden, was für dein jetziges Leben von Bedeutung ist. Der Beobachter baut eine Art Desinteresse an den Ereignissen auf, lässt sich weniger ablenken und schaut einfach nur zu. Es gibt nichts zu tun, außer wahrzunehmen, zu atmen und den eigenen Herzschlag zu spüren. Sind die Ablenkungen, die lärmende Außenwelt und der unruhige, ängstliche Verstand ruhig gestellt, ist der Kontakt mit der Stille eine leichte Aufgabe, damit dir ein Leben voller Klarheit, Zuversicht und göttlicher Inspiration zuteil wird. Unterscheide. Deine Verstandesstimme ist die, die alle Begrenzungen, Verurteilungen, Glaubensmuster in sich verbirgt. Deine Herzensstimme spricht deine innere Wahrheit. Zuallererst wirst du deine Herzensstimme nur leise vernehmen, da dein Verstand sich immer wieder in den Vordergrund rückt. Schicke deinen Verstand auf Urlaub. Erkenne, welche Stimme in dir vom Verstand ausgeht und welche vom Herzen. Denn gerade die Verstandesstimme hat dich in die unerwünschte Situation hineingeführt. Durch die Stille lernst du zu unterscheiden, welche Stimme die wahre ist. Damit weißt du in Zukunft, welcher Stimme du Beachtung schenken darfst, und zwar der Stimme deines Herzens. Du bist ein eigener Gärtner deines Herzraumes, wo du alles Unnütze, Verwirrende und Chaotische, was dir dein Verstand widerspiegelt, entfernen darfst. Pflanze neue, gesunde, wertvolle Samen durch deine Gedanken und pflege diese, damit ein wundervoller, magischer Garten in deiner Innenwelt entsteht, das als dein Kraftort dient, mit zahlreichen geistigen Begleitern, Engeln und Schutzengeln, die dir Unterstützung geben und dich zu deiner Wahrheit führen. Deine Herzensstimme wird immer kräftiger, ausdrucksstarker, mitfühlender und liebevoller. Dieser herzliche Ausdruck wird sich auch in deiner Außenwelt widerspiegeln. Mir fällt dazu das Filmdrama ein, Die Hütte, ein Wochenende mit Gott,
wo in einer berührenden Szene der Hauptdarsteller seinen Herzgarten, seine chaotische Wildnis aufräumt und daraus einen wunderschönen Herzgarten kreiert und sich dadurch immer besser und besser fühlt und in sein wahres Fühlen gelangt. Diesen Film kann ich nur jedem empfehlen, er ist sehr inspirierend und berührend. Nun, zusammenfassend, nehme Kontakt mit deiner inneren Welt auf, durchleuchte deine innere Befindlichkeit, fange an, deinem Gedankenfluss zuzuhören und löse alte Begrenzungen und überwinde einengende Vorstellungen. Nimm Kontakt zu deinen geistigen Begleitern, Engeln und Schutzengeln auf. Sie haben immer einen Rat für dich. Zum Abschluss möchte ich dir noch mitgeben: Ein herausforderndes Leben trägt stets den Kern des Wachstums und des Fortschritts in sich und führt dich meistens eine Stufe höher in deinem Bewusstsein. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Stille. Du bekommst die Möglichkeit zu erkennen, was alles aus dieser Stille ertönt und danach drängt, sich in deinem Leben zu manifestieren. Dringe vor zu deiner wahren Herzensstimme und bleib im Vertrauen. Du wirst deine Botschaften erhalten. Alles, alles Liebe. Wenn der Beitrag für dich hilfreich war, dann drücke bitte den Daumen nach oben. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, dann drücke den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Vielen lieben Dank.